ich war junger Schauspieler. 1945, 1946, 1947 habe ich mit einer Pantomime mich über Wasser gehalten. Aber ich war junger Schauspielschüler und ich wollte Schauspieler werden. Ich werde den Tag nicht vergessen, als wir vor den Kammerspielen herumlungern und erwarten, dass an dem Abend die Premiere von draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt beginnt. Wir waren alle so, wir hatten so viele Ausschnitte schon gelesen und gehört und überhaupt so viel über das Stück und über Wolfgang Borchardt selbst, was der alles miterlebt und mitgemacht hat. Und wenn ich mir dann das Stück vorstelle, eine Szene, da ist die Bühne, da ist ein wunderschönes Teil eines Hauses, wird da gezeigt mit einer Eingangstür. Und da kommt der Unteroffizier Beckmann, der Schauspieler Beckmann, kommt vor der Tür und klingelt. Und es wird geöffnet. Und dieser Herr Oberst, der dort wohnt mit seiner Familie, in Form von Martin Held, ein wunderbarer Schauspieler, der so von oben herab das alles spielt. Und der sagt dann, Mensch, Beckmann, wo kommen Sie denn her? Können Sie nicht diese Gasmaskenbrille mal ablegen? Das sieht ja furchtbar aus. Da sagt er, nein, Herr Oberst, ich möchte Ihnen was zurückgeben. Ich habe keine andere Brille. Er sagt, aber nun hört doch mal zu. Wollen Sie nicht eine Kleinigkeit bei uns essen? Nein, sagt der Herr Oberst. Herr Oberst, ich möchte Ihnen das zurückgeben. Erinnern Sie nicht damals in Smolensk, als Sie riefen, Unteroffizier Beckmann, da habe ich hier gerufen. Dann haben Sie gesagt, Beckmann, nehmen Sie die 20 Mann, gehen Sie auf die Höhe von Tarmignon und erkunden Sie. Und wenn es möglich ist, machen Sie noch ein paar Gefangene und kommen zurück. Ist das klar? Jawohl, Herr Oberst. Dann bin ich losgezogen mit meinen 20 Mann. Und es wurde geschossen. Und ich bin zurückgekommen. Und da waren es nur noch 11. Herr Major, Herr Oberst, jetzt frage ich Sie heute. Sie haben mir damals die Verantwortung übergeben. Für diese 20 Mann. 11 Mann konnte ich nur zurückbringen. Bitte befreien Sie mich von dieser Verantwortung. Ich möchte endlich in Ruhe schlafen. Ich frage Sie mal, Herr Oberst, wie können Sie denn schlafen? Haben Sie 10 oder 20 auf dem Gewissen? Oder gar 100 oder Tausende? Wie können Sie überhaupt schlafen mit der Verantwortung, die Sie in sich tragen? Das frage ich Sie heute doch. Und wenn ich mir diese Szene vorstelle und dann vorstelle, dass 1944 am 16. Dezember die deutsche Generalität, ich glaube, wir hatten 3000 deutsche Generäle, aufsteht und einen Führerbefehl umsetzt und eine Ardennenoffensive ins Leben ruft mit 200.000 Mann, Kinder, Jugendliche, die noch an Hitler glauben, Ältere, die kaum noch gehen können. Wir hatten gar nicht mehr die eigenen Waffen, wir hatten noch Beutewaffen, mit denen wir die ausgestatteten, gegen eine Übermacht von Amerikanern und Engländern. Wir hatten ja nicht mal Benzin, um die Flugzeuge in Berlin in Bewegung zu setzen. Nun sollten diese 200.000 Mann vielleicht noch diese Siegestruppe aufhalten. Das war doch ein reines Himmelfahrtskommando. Was sind das nur für deutsche Generäle, die wir hatten? Sie waren zu feige, um sich selbst zu stellen, um ihre Armee zu schützen. Das fehlte denen alles. Und das muss ich wirklich sagen, darüber haben wir in Nachkriegsdeutschland nie was gehört. Das ärgert mich bis heute, dass diese deutsche Generalität Hitler bis zum Schluss gehorcht hat und mitgemacht hat und ihre eigenen Truppen, ihre eigenen Mannschaft in den Krieg und in den Verlust geschickt haben. Und deswegen, das ist mein Schlusswort, was ich sage hier und sage, das ärgert mich heute noch. Die sind da so davongekommen, diese Feiglinge. Große Feiglinge sind das. Ja, ist doch so. Von den Soldaten haben sie verlangt, dass sie da mit der Panzerfahrt auf den Panzer losgehen. Dieselben haben ihren Cognac getrunken, waren im besten Unterstand, hatten den schönsten Kragen, den sie, ne, und Mäntel und so weiter. Also gut, das wollte ich nur noch mal loswerden. Das ärgert mich wirklich heute noch.
habe einen Artikel geschrieben auch darüber, aber da hätte man schon viel mehr schreiben müssen, denke ich immer. Diese scheiß Generäle, Mensch.